Es geht direkt weiter. Scorpion gegen Lifted Sky. Sau gut. Das wollte ich sehen. Also hier geht's um den Second Seed in Pool 1. SDN ist First Seed. Hat auch schon sein erstes Game gedroppt gegen Lifted Sky. Wir haben hier also wieder eine Peach am Start. Robin GG. Heute leider GG. Heute leider nicht da. Aber dafür Lifted Sky mit einer sehr starken Leistung gegen Dafung. 2-0 gewonnen, so wie ich das hier gesehen habe. Ja. Das ist strong, aber gegen Ares verloren, also zweiter und dritter Seed. Zweiter, dritter und vierter Seed haben hier praktisch ein Tie. Lifted Sky muss natürlich erstmal gegen Scorpion gewinnen. Scorpion an sich klingt das machbar, aber Scorpion in letzter Zeit auch echt stark. Hat hier im Silberbracket den zweiten Platz bekommen, so wie ich das in Erinnerung habe. Und ich sage euch, Silberbracket ist stacked bei uns, wirklich. Also wir haben so... Top 8 ist natürlich immer stark, aber dann sind da einfach so viele Leute, die auch 9. Platz, also die Top 8 werden können und so. Dazu gehört auch Scorpion auf jeden Fall. Und wir sehen es hier gerade, also trotz einer starken Leistung gegen Dafung hat Lifted Skull das hier nicht leicht, wie man sieht, gegen Scorpion. Verliert hier gerade Stage Control, oder F-Smash war ein bisschen impatient, würde ich behaupten. Kann ich das nicht reporten? Okay, dann egal. Ja, ich will das Ganze jetzt ehrlich gesagt nicht ausrechnen. Guck mal, hier erster Stock, gerade für Scorpion. Kann er den Stock auch halten? Nein, es wird direkt ausgeglichen. Ja, gibt mir auf jeden Fall Robin GG-Vibes hier gerade. Oh ja, das ist der Damage. Okay, interessant. Also, clean ist es auch. Ja, dann bin ich gehypt. Sehr gehypt. Natürlich haben die ganzen Norden-Leute Robin GG Erfahrung, aber im Endeffekt, wenn man gegen so eine richtig gute Peach spielt, dann ist es, als ob man gar nicht spielt, weil man dann in irgendeiner Combo drin ist für den ganzen Stock. Von daher, ja. Es ist ja alles offen. Komplett. Also der ganze Pool ist übelst offen. Oh, jetzt gerade aber so ein Riesen-Lead in kurzer Zeit von Lifted Skull, aber momentan schafft das noch nicht, den Kill zu holen. Ja, Scorpion spielt Pit und Dark Pit. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass er sich bewusst dazu entschieden hat, hier Dark Pit zu nehmen. Ist, glaube ich, ein bisschen stärker einfach. Oh. Okay. Aggressiv. Ja, und das ist eine Sache, die Scorpion hier mit Pit und Dark Pit sehr gut machen kann. Bekommt auch in der ersten Interaction hier nicht allzu viel Damage. Oh, okay. Ich habe mich gefragt, worauf er da gewartet hat. Und macht auf jeden Fall so langsam Close the Gap. Interessant. Oh, patient. Sehr patient hier gerade von Scorpion. Bekommt hier noch nicht den Kill mit der Back Air, aber kommt nah ran. Eine Up Air würde jetzt zum Beispiel wahrscheinlich killen schon. Aber natürlich muss er zuerst... Ah, Zwinkerface. Zwinkerface macht viel Schaden, also bei den Rüben. Ja. Ja, die Rüben haben verschiedene Effekte, beziehungsweise sind verschieden stark. Und die Zwinkerface macht schon nicht wenig Schaden. Okay, kommt dann im Schild vorbei von Scorpion. Oh, nicht getaggt, aber überlebt. Und noch ein Snipe vielleicht? Nein. Oh, und er schafft's. Okay, und wir sehen schon, da ist eine Crowd, die gehypt dasteht. Ich würde jetzt gerne Fotos machen oder Videos oder so. Ich hoffe, dass das da jemand macht gerade, weil das ist Hype. Das ist jetzt gerade sehr, sehr spannend, weil das wäre für beide übelst heftig. Also ich glaube, beide haben noch nicht Top 8 hier erreicht. Vor allem nicht bei so einem stackten NEZ. Und das wäre auf jeden Fall sehr, sehr cool, für beide weiterzukommen. Also ich würde beides feiern. Oh mein Gott. Ja, wir sehen hier Scorpion gerade natürlich. Oh! Und ja, okay. Ich weiß nicht, ob ihr es hört, aber die Leute rasten hier richtig aus. Ja. Oh mein Gott, ich muss einmal Bescheid sagen, dass die da irgendwie ein Video davon machen oder so. Auf jeden Fall krankes Match bis jetzt. Close wie sonst was. Kombos fliegen hin und her. Und ja, es steht im Raum vor unserem Streaming-Setup, ist quasi vor dem Bildschirm des Matches kein Platz mehr.
Ah, schauen wir mal, ob wir das irgendwie festgehalten bekommen. Dann könnt ihr euch auch das im Nachhinein noch angucken. Ah. Und dann gehen wir gleich auch schon rein in die zweite Runde. Und es geht los in die zweite Runde. Und da ist auch Lennart direkt wieder. Das will er sich natürlich nicht entgehen lassen. Okay, ja, ich musste einmal kurz sagen, dass die hier ein Video, ein Foto oder sowas von machen, weil es gerade ultra-Hype hier. Auch wenn ihr die Crowd hören könntet, die schreien bei jedem Hit gerade so rum. Ich habe eben gerade schon gehört, Haha Nord! Okay. Also es ist... Oh, der kam da wirklich mit dem Upsmash gerade durch. Die beiden geben sich gerade auf jeden Fall gar nichts. Wir sind hier beide sehr motiviert. Wenn, ich sag dir, wenn Scorpion das gewinnt, ne, dann werden die Fenster, wird hier eskaliert. Na, ist zu Pit geswitcht, ne? Ja, stimmt. Wir sehen hier jetzt gerade Pit. Oh, okay. Also Entführung geht, Lifted Skull hier. Und ich glaube auch eigentlich, dass Dark Pit da keine schlechte Idee ist gegen. Glaube ich zumindest. Weiß ich nicht. Sind jetzt keine Riesenunterschiede. Man kann ein bisschen besser mit dem Pfeil steuern. Was ja auch nicht schlecht ist gegen Peach. Weil während sie floatet, kann sie nicht airdodgen oder sowas. Da muss sie den abbrechen, ist sie weg. Das ist dann wahrscheinlich gar nicht so schlecht. Aber mal gucken. Okay. Kann Scorpion hier zurückkommen? Ja, ist so ein bisschen greedy hier gerade auch schon mit den Smashes, aber Pit hat auch nicht so viele gute Kill-Optionen, außer irgendwie Offstage. Oh, ja, Leute rasten aus. Okay, also hier der Ausgleich von Scorpion, aber kann er auch Stage-Control bekommen? Jetzt gerade ist es nämlich schwierig für ihn, wieder Onstage zu bekommen. Zu kommen. Er hat hohe Prozente, das heißt, er fliegt auch direkt wieder. Das ist kein Problem für Pit. Oh, ja, zu greedy. Mit der Fair. Er hätte da mit der Fair tatsächlich, er hätte das machen können, aber er hätte auch zurückziehen müssen danach. Ist dann, hat er praktisch nur on stage gegangen und jetzt gerade ein ziemlich großer Lead für Lifted Skull. Sollte Lifted Skull hier 2-0 gewinnen, ist er auch weiter. Ja. Scorpion, der Einzige, der gerade da Fung noch retten kann. Ist Ares auch... Ich glaube, Ares ist dann auch raus. Ich glaube, wegen zu vielen 2-1-Sets. Ich glaube, Lifted Skull hat auch 2-1 gegen Ares verloren. Oh mein Gott. Oh. Ja, ist immer keine schlechte Ansätze von Scorpion. Aber dann... Okay, ein ganzer Stock liegt jetzt hier gerade für Lifted Skull. Oh, er hat versucht mit der Side B. Und das ist der... Oh, hier gerade den Jump noch gecatcht. Das reicht noch nicht. Okay, Scorpion kommt on Stage. Oh, der Kill. Nein, noch nicht. Oh mein Gott. Das ist... Und das ist der Kill, okay. Das wird gerade, als ob das Last Stock wäre hier, aber es ist ja noch gar nicht. Oh mein Gott, und wenn jetzt... Wenn Scorpion jetzt einmal ein Opening bekommt, ne? Ich sag dir, dann ist... eskaliert das hier. Oh. Oh mein Gott! Oh! Was geht hier ab? Was geht denn hier heute ab mit den Eskalationen? Oh mein Gott! Dieses Momentum! Oh, aber hier... Oh, da war für Lifted Skull hier gerade die Chance, das Ganze für sich zu entscheiden. 160% schon. Oh mein Gott. Oh, das ist hier gerade so übersteuert. Shit. Oh mein Gott. Scorpion holt sich das Game. Das war ja noch nicht mal das Set, aber das war das Game. Bro. Unter Druck. Scorpion, was geht da ab? Und jetzt müsste man hier nochmal einen Mathe-Professor rufen, weil ich habe keine Ahnung, wer jetzt weiter ist. 2-0 wäre Lifted Skull auf jeden Fall weiter, als Zweiter in seinem Pool.
Aber jetzt weiß ich gar nichts mehr. Jetzt mich brauchst du gar nichts mehr. Holy shit. Alter Schwede. Yo. Crazy. Ich wusste es, wenn er einmal ein Opening bekommt, ne? Ja. Also Scorpion ist auf jeden Fall jemand, der weiß, wie man spielen muss, wenn man zurückliegt. Er hat so oft zurückgelegen. So oft. Alter. Okay. Warte, ich muss mal kurz reingucken. Also, weiterkommen kann er nicht mehr. Er hat 3 Sets schon verloren gegen die ersten 3 Seeds. Lifted Skull ist Seed 4. Aber um die Ehre, ne? Um die Ehre natürlich, spielt man da weiter. Und wie viel steht's jetzt? Also, jetzt müsste es 8-6 stehen. Nee, 9-6, oder? Ja, 9-6. Das ist jetzt gleiche wie Aris. Oh, ja, Win Percentage, wird auf die Win Percentage hinauslaufen, aber. Ja, also Lifted Skull muss halt dieses Set noch gewinnen. Sollte Lifted Skull das verlieren, raus. Aber wie sieht's danach aus? Ja, es bleibt spannend. Ich habe jetzt meinen Taschenrechner nicht rausgeholt. Von daher lassen wir es einfach mal spannend. Und hier schon mal ein gutes Opening hier gerade für Scorpion, der hier gerade einfach nur nach vorne geht und irgendwas drückt. Und es funktioniert. Schafft hier Lifted Skull einfach so ein bisschen zu pflastern. Also so einfach in die Defensive zu zwingen. Dann kann man schon nicht Zero to Death werden hier von Peach. Aus der Defensive hinaus, heraus. Und macht er sehr schön auch mit dem Pfeilen. Also, was ich da mit Pit und Dark Pit gesagt habe, mag falsch sein. Es klappt auf jeden Fall besser mit Pit. Und ja, die Pfeile machen auf jeden Fall einen Unterschied. Die sind bei Dark Pit nicht steuerbar, oder? Die sind steuerbar, aber nur so leicht. Okay. Nur so ein bisschen. Die sind dafür halt stärker. Mhm. Aber ja, Pit ist seit Brawl dafür bekannt, dass er halt diese steuerbaren Projektile hat. Die waren damals deutlich, deutlich besser, deutlich besser. Die sind nicht weggegangen. Das heißt, du konntest schießen und dann einmal um die ganze Stage loopen und dann, die sind nicht weggegangen. Das heißt, du konntest 5 Pfeile schießen und die flogen dann einfach da rum. Oh! Okay, hier. Jetzt geht's los, Digga. Oh mein Gott. Ei, ei, ei. Oh mein Gott. Ja, hier, Najim hatte auch schon gerechnet, wie das hier aussehen würde, wenn... Ja, also mit 2-1 wäre Lifted Skull auch weiter. Aber jetzt hier gerade Scorpion mit einer unfassbaren Leistung hat hier gerade einen Stock-Lead 150%. Wenn er jetzt einen Kill-Move trifft, dann könnte das schon die Vorentscheidung sein. Aber braucht eben diesen Move. Oh, Reflektor 100% auf einmal. Yo. Das ist ja das heftigste Set. Oh mein Gott. Alter. Und. Oh mein Gott. Scorpion geht hier einfach mit 3 Stocks in Führung. Er hat immer noch seinen ersten Stock. Lifted Skull hier. Oh. Auf seinem 3. Verliert hier den Stock. Kann Lifted Skull hier jetzt noch zurückkommen? Lifted Skull braucht jetzt unbedingt das Opening. Aber Scorpion so aggressiv. So aggressiv. Schafft es hier immer zuerst anzugreifen. Ja, okay, jetzt gerade kommt Lifted Skull so ein bisschen zurück, schafft hier viel, macht hier viel Pressure mit seinen Rüben. Oh, und der Skorpion, sticht der Skorpion zu. Oh, das war so knapp. Hier war gerade eine Animation, sodass es ultra knapp war, also dass es gerade so nicht getroffen hat. Da gibt es so eine extra Animation für. Das hätte, glaube ich, gekillt. Das hätte, glaube ich, gekillt. Aber es geht weiter. Oh, trifft. Oh, oh, hat das nicht gepunished. Okay. Jetzt Chance hier für Lifted Skull. Jetzt könnte das Momentum swingen. Ja. Wenn sowas nicht genutzt wird, dann swingt das Momentum manchmal. Weil die Leute merken, okay, jetzt habe ich die Chance, zurückzukommen. Das wäre es eigentlich gewesen. Cheated Death, Final Destination. Oh. Sowohl... Okay. Okay, Last Stock Situation hier. Leute eskalieren komplett in der Venue. Kann Scorpion hier... Oh! Oh mein Gott, der Damage. Mal gucken, wie er jetzt in dieser Pressure-Situation reagiert. Und das ist Stitch Face! Stitch Face! Oh! Stitch Face trifft! Einmal! Oh!
Digga! Die Leute oh komplett God. Am Ausrasten. Ja, das. Es war auch einfach ein Stitchface, was Lifted Scar gekillt hat. No way, Bro! No way! Das war ja so insane, das Set. Ich bin so froh, dass das gestreamt wird und später auf YouTube ist. Oh mein Gott, ich muss das noch 5-mal gucken, glaube ich. Das kannst du Alter, dir nicht Schwede. Ausdenken gerade. What? Alter. Okay. Alter. War gut, dass ich dir Bescheid gesagt habe, oder?